und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Hier waren wir in der letzten Folge stehen geblieben, haben guten alten Pfeffern dabei geholfen, die Aachen besser zu verstehen. Dafür haben wir ein kleines Programm, eine kleine Simulation geladen. Und jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier Schönes machen können. Also wie ihr seht, die läuft immer noch. Ich habe die in der letzten Folge ja gestartet, wie du vielleicht noch weißt. Und dafür praktisch die ganzen Sachen, die ich da ausgewählt habe, laufen jetzt durch so ein Modul hier. Und ich frage mich, was ich jetzt machen soll. Hier kann ich die Geschwindigkeit verringern, mit der das Ganze geladen werden soll oder geladen wird. Jetzt kann ich noch eine Simulation zurücksetzen oder anhalten. Ich werde mal kurz anhalten. We need to pause while the dummy is loaded, otherwise I can't know if it's working or not. Okay, wir sollen pausieren, wenn der Dummy geladen wird. You need to catch it while it's being loaded. Ach scheiße, da war der Dummy eben. Try pausing it when the dummy is loaded. Now try again. The dummy needs to be loaded when you pause. So, wir haben es geschafft. Der Dummy wird gerade geladen. Jetzt können wir mal unser Diagnoseprogramm rüberfahren lassen. Mal sehen, was da passiert. Yes, of course. So precise, so perfect. Nothing like admiring your own work. What? Oh, right. Okay, anscheinend hat er. We done here? Can we go to Omicron and get my new suit now? Yeah, we should get going. Want to bring this arc as a backup? No, that wouldn't work. This is just a prototype. Good. I prefer to travel light. Let's go. Don't forget to take me with you. Okay, anscheinend war unser Test wunderbar erfolgreich. Der Dummy, den wir da kreiert haben, hat wunderbar funktioniert. Hat der guten alten Catherine auf jeden Fall gefallen. So, und jetzt können wir direkt auch weiter. Ich muss mal kurz gucken. Jetzt mal, da geht's weiter. Hier werde ich nochmal ganz kurz gucken. Hier kommen wir gar nicht weiter durch irgendwie. Schade. Ja, ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Wir sollen ja zum dieser Teil noch Omnicon zu diesem tollen Aufzug sollen wir ja eigentlich, mit dem wir runterfahren, da das Dumpad ja in der letzten Folge kaputt gegangen ist, wie du sicher noch weißt. So. Aha. Ich werde mich hier nochmal ganz kurz umgucken. Ach, hier kann man bloß nach links und rechts gucken. Das sind praktisch die Scheiben, die wir eben schon von Ippen gesehen haben. Ah, hier, guck mal, hier ist die verschlossene Tür. Okay. Ach, hier saß anscheinend Peter Strusky. Den hört ja sicher noch. Oh. Und vielleicht liegt er da auch, wer weiß. Man weiß ja leider nie, wie die wirklich aussehen immer vorher. Oh nein, was jetzt schon wieder? Irgendwo ist schon wieder so eine durchgeknallte KI unterwegs. Und wir kommen leider nicht rein. Keine Chance. Ich brauche irgendwas, um das einzuschlagen. Was wahrscheinlich nicht reichen war. Naja, jetzt haben wir gedacht, Konservendose ist nicht ausreichend schwer genug. Vielleicht kann ich einfach das hier missbrauchen, das will ich meinen. Weiß gar nicht, ist das in Amerika aus Plastik? Ich hab's. Ah, ich glaube nicht, das wirkt. Okay. Wenn wir hier was Schwereres vielleicht. Die Dinger können wir nicht aufnehmen. Was ist denn hier wieder? Oh nein, schon wieder so ein Wesen. Ja, so halb Mensch, halb irgendwas dazwischen. Und gleich zwei davon, also... Oh, die stehen auch noch so eklig. So, verdünnen wir uns mal mit der Wow wieder. Ich frage mich wirklich, was da jedes Mal passiert. Weil, ob wir irgendwie... Punktabzug kriegen, wenn wir das nicht machen oder sowas, also... Ich habe keine Ahnung. Ich bin selber noch verfolgt. Oh. Scheiße. Da habe ich nicht gut aufgepasst eben. Wo sind wir denn hingelandet? Auf dieser Ecke, okay.
wie man sieht, wir humpeln. Wir sind stark angeschlagen gerade. Wir müssen uns erstmal von diesem kleinen psychologischen Problem da eben erholen, von diesem Roboter. Also man hat immer das Gefühl, der bringt irgendwie unseren ganzen Geist durcheinander komplett, ne? Hä? Warum humpeln wir denn jetzt immer noch? Wir humpeln irgendwie immer noch, keine Ahnung warum. Okay. Was ist da? Sicherheitsfehler, bitte. Verbindungschip einführen. Ach so. Wir sollen ja also einen Verbindungschip einführen. Den haben wir natürlich noch nicht. Scheiße. Warum brauchen wir den Verbindungschip? Aber erstmal hören wir uns hier den Puffer an. Stromer! Brand, where are you? It got out of hand. I'm in sector RD4. Did you get everyone downstairs? Yeah, we're safe for now. But you need to get moving. They're gonna figure out where we are and come for us. Don't worry about it. The stairs are blocked and I killed the elevator. Pull the connector chip from the lock. Why? That means you're stuck as well. Only way to keep you guys safe. Take the shuttle, go to Omicron. God damn it, Juan. You just had to be the hero, you bastard. Good luck, sir. Tell Alice I love her. Okay, anscheinend hat sich der Brandon hier geopfert. Das ist ja der Typ, den wir letztens austricksen mussten, also in der letzten Folge austricksen mussten. Also in der letzten Folge und der Folge davor. Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir ihn rausgetrickst. Damit wir an seine Erinnerung rankamen, genau. Und irgendwie humpeln wir immer noch. Der Komplex hier scheint größer zu sein, als man als jetzt erst dachte. Ich werde mal hier die Tür zu machen. Und dann wir uns bei diesem Wartungsgruppe an. Sarah, how the hell are we gonna make sure the Ark makes it? Every launch is a crapshoot, you know that. I just wish these numbers look better. What do you care? It's just a pack of data, right? Yeah, just a pack of data. Okay. Die hat, meine ich, anscheinend die Auswirkungen der WoW ganz schön unterschätzt. Es sind nämlich nicht nur einfach irgendwelche simplen Daten. Überleben des Stärksten. Okay. Klingt gerade nicht gut. Ich frage mich gerade, warum wir immer noch spielen. Es hört sich an, als wenn man durch die Lüftung krabbeln würde gerade. Hier ist alles tot, die kann ich nicht mehr benutzen, leider. Ich werde mal versuchen, nochmal rauszugehen. Alles schon sehr mysteriös, ja? Wo kommen wir denn hier hin? Alter Schwede, ist der Komplex hier gerade groß. Wir kommen leider noch nicht überall rein. Das ist das Problem. Irgendwo ist was, ich höre irgendwas, aber ich kann es nicht genau klassifizieren, das ist das Problem gerade. Ich mach vorsichtshalber mal die Türen hinter mir zu, damit nichts in den Raum... Was ist das denn schon wieder? Okay. Das sind irgendwelche... Ja, keine Ahnung, sie aussieht tote Menschen. Okay, ich bin hier definitiv falsch. Und irgendwo, wo sind da draußen gerade jemand rum? Oder irgendwas rum? Ich frage mich, ob die Dinger Türen aufmachen können. Ich hoffe immer nicht. Wie ihr schon siehst, es kann nicht weit weg sein. Die Lampen und Lichter verzehren sich schon ein bisschen. Wir sollten unseren Blick etwas abwandeln, vielleicht. Wow! Die Viecher können ja auch reinkommen. Scheiß die Wand an.
Alter Schwede. Oh, das Vieh ist ja wieder. Ich habe nicht gedacht, dass es auch Türen aufmachen kann. Das habe ich nicht so durchschaut in dem Moment, muss ich ganz ehrlich zugeben. Oh, jetzt hat sich gerade mein Controller verabschiedet. Auch nicht schlecht. Aber er funktioniert noch wunderbar. Ja, jetzt wissen wir zumindest schon mal, dass das Vieh echt verdammt clever ist anscheinend und auch sehr schnell vor allen Dingen. Also es ist nicht mal eben so, ich weiche den mal aus und bin weg oder so. Sondern es ist schon ganz schön hardcore. Alter, das Vieh macht aber auch einen Krach, ne? Und ich frage mich, ob wir da oben auch rein können. Da kommt so ein ekliges Zeug raus die ganze Zeit, so blöd. Oder, keine Ahnung, sieht ein bisschen blutähnlich aus. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß bloß eins, ich brauche irgendwas, um die Fensterscheibe da einzuschlagen. So, verbinden wir uns erstmal nochmal ganz kurz mit der Wow. Und bis jetzt dachte ich immer, ich bin der mobilere Roboter hier von denen. Aber dieses Vieh hat ja echt mächtig Potenzial. Ich muss die Scheibe hier einschlagen. Naja, warum mache ich dadurch Krach wie Sau, ne? Da ist es. Scheiße, ich mache mich auch vom Acker. Da ich keine Lust habe, wieder um die Bekanntschaft mit dem Vieh zu machen. Oh, ey. Ich sehe den Schatten von der Mistenstadt schon. Jetzt kommt er noch hier langlaufen. Jetzt mal schnell weg. Jetzt da hinten langlaufen gerade zum Glück. Nicht stabil genug. So. Die Musik wird dann auch bedrohlich an, das Vieh kann richtig schnell laufen. Und jetzt von vorne oder hinten? Wow. Schnell weg. Ich glaube, das hat mich gerade geschlagen oder sowas. Das Verlangen hat einen auch voll. Boah, das ist eine eklige Brücke. Ich weiß gerade nicht, wo ich mich von dem Vieh verstecken soll. Ich verstecke mich jetzt einfach mal hier vor dem Vieh. Ich hoffe mal, es kommt nicht hier rein. Schreit da draußen noch so eklig rum. Ich weiß, es kommt nicht mehr her. Scheint irgendein ehemaliger Mitarbeiter zu sein, wa? Aber es kommt hier nicht rein. Ich werde hier einfach mal ganz ruhig in der Ecke sitzen. Das ist natürlich schon richtig eklig, wenn so ein Vieh hier die ganze Zeit auch auf dem Brennen sitzt. Störung haben abgenommen. Ich will mal ganz nach gucken. Hier ist nicht mehr. Sag mal, war hier vorne nicht irgendwo der Raum, wo mit den Spülen?
brauche irgendwas, um die... Scheiße, ich hab Krachen gemacht. Ich brauche irgendwas, um das da hinten einzuschlagen, sonst komme ich nicht weiter. Ich glaube, hier war der Raum mit den Stühlen, ne? Ja. Brauch nur so einen dämlichen Stuhl. Jetzt wollte ich da hinten wieder hin. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wo es ist, das ist mein Problem. Ich habe auch das Gefühl, das Vieh kann durch die Lüftung krabbeln. Ich meine, ich habe jetzt noch nirgendwo rauskrabbeln gesehen direkt, aber es schleicht so ein ungutes Gefühl, wenn ich das die sehe. So, und ich versuche jetzt nochmal die Scheibe einzuschlagen, fix. Das scheint zu funktionieren. Das hat zumindest schon mal funktioniert. Vorne ist jetzt ein Stück schon wieder. Schnell mal weg hier. Ich glaube, bis jetzt haben wir noch nicht richtig angelockt, oder? Ist doch geil, wenn man von dem Vieh irgendwie bemerkt wird, dass die Musik dann so komisch metallisch klingt, so als wenn irgendwelche Dinger im Hintergrund ablaufen würden. Ist das, wo ist das? Das ist die Frage. Wo ist diese kleine Puppe? Hier lang. Ich will mich ganz langsam fortbewegen erstmal. Ich hab da das Grab gehört. Wo ist das direkt? Das ist immer die Frage, wo ist diese Brücke? Es ist irgendwo da draußen. Ich verstecke mich mal in dieser Ecke hier. Alle reinkommen dürfte es ja eigentlich trotzdem nicht. Bei dir, wir sind ja nur spärlich hier reingekommen. Da vorne ist es. Angucken ist immer ganz böse. Ich glaube auch nicht, dass es mich bemerkt hat schon. Das krabbelt hier die ganze Zeit rum. Es weiß, dass wir hier sind. Das ist das Problem. Da ist der Sicherheitschip, den wir brauchen. Zum Weiterkommen. Wer ist denn das? Hier ist Brandon Warren. Also der gute alte Mr. Brandon ist anscheinend hier. Was haben wir jetzt verspielt? Okay, schön, dass der gute alte Brandon noch um sein Leben gekämpft, bevor er abgetreten ist. Äußerst nobel. Er hat wirklich arg um sein Leben gekämpft. Das ist natürlich äußerst lobenswert. Problem ist, ich muss da raus, wo das Vieh die ganze Zeit rumstreift. Das vorne. Das ist das Problem gerade. Ich muss da wieder raus. Mist.
bitte nicht. Das Vieh weiß natürlich, dass wir da raus müssen, ne? Das weiß natürlich, dass wir sonst keine andere Wahl haben. Ich will weiter, Kumpel. Ich habe keine Zeit. Ich will mal bis nach vorne und dann kommt es zurück. Ich muss da hochkommen. Schnell weg hier. Bevor das hier überhaupt mitbekommt, was hier läuft, versuche ich schon weg zu sein. Toll. Durch die Klicker da oben macht das nicht was. Scheiße. Oh nein. Jetzt wird's aber gerade unsympathisch hier. Scheint irgendwo der Strom abgelaufen zu sein. Also ich verkrümmel mich erstmal hinten lang irgendwo. Wo man hier natürlich kaum Ausweichmöglichkeiten hat, ne? Ich weiß nicht, ich denke mal, ich muss jetzt bestimmt wieder irgendwo noch den Strom aktivieren sogar. Das ist schon scheiße, ist eine Sackgasse. Wirklich ernsthaft? Kacke. Hier komme ich nicht weiter. Mist, was ist dieses Vieh? Okay, da war dieses Vieh, da war eine Sackgasse. Also gehe ich hier weiter. Ich muss erstmal hier kurz verschanzen. So. Ih, was ist das denn hier schon wieder? Ein komisches Labor. Wir haben sie anscheinend Auswirkungen der Wow getestet, wa? Das Graskrank an dem Teil ist, es gibt zwei Zugänge. Also kannst du hier richtig angearscht sein. Versuche mich ganz still und leise zu verhalten. Ich muss keinen Fehler machen. Aber trotzdem sieht es irgendwie aus irgendwie. Boah, ich glaube die Wow ist weg. Also dieses komische Viech ist weg. Mir um mein Glück. Bin irgendwo anders gelandet auf einmal. Okay, ein Raum mit zwei Zugängen ist natürlich scheiße. jetzt ernsthaft. Warum wird es in dem Spiel mal noch ekliger? Hier vorne ist irgendein Leichnam. Hier mal rein. Was ist das? Nein. Die Wow ist hier in der Nähe. Wir stecken keine Möglichkeit. Am besten ruhig sitzen bleiben. Alter, geh vorbei, Mensch. Hier gibt's nichts zu sehen. Werde ich noch das Computersystem dazu greifen. Die sehen wir nur ein paar Handfahrten Akers, Terry Akers. Okay, nur ein paar Handfahrten mehr nicht. Oh Mann, Alter, ist das eklig. Gleich weiter. Ich denke, jetzt ist weg. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt eigentlich nicht richtig hin müssen. Das ist mein Problem. Und da sind wir gerade gekommen. Da hinten scheint eine Sackgasse zu sein. Scheiße, die Krücke kommt schon wieder.
müssen wir denn lang? Ist aber gerade mal ein bisschen komisch. Ach, jetzt da sind wir. Okay. Boah, sieht hier einfach noch ein bisschen ekliger und gruseliger aus, wenn es dunkel ist. Kalt, da kommt ein Brett gestampft. Da müssen wir eigentlich hin. Ich versuche mal mein Glück, um den Chip einzusetzen. Now what? I need to format the chip? Jetzt. Ich muss den Chip formatieren. Oh nein, wie soll ich das jetzt machen noch? Wie jetzt? Wie soll man denn den formatieren, bitte? Hey, jetzt ernsthaft? Scheiße. Das Vieh kommt. So, soll ich den Chip formatieren können? Diese komische Kucke läuft dann schon wieder irgendwo daher. Und ich wollte ja gerne mal wissen, wo es mit dem Ball angeht. Hier geht es irgendwo hin hoch. Sieht nicht aus, wenn es hier weitergeht. Scheiße. Wir haben also gar nicht so viele Aktionsfelder, wie ich erst dachte. Die glaube ich, kann man sich nochmal mit der Uhr aufhängen, oder? Oder? Nee, doch nicht. Oder? Nee, nicht wirklich. Okay, ich habe es irgendwie hier reingeschafft. Wenn ich hier reinschaffe, schaffe ich auch. Kann man den scheiß Chip formatieren? Scheiße, ich weiß nicht genau, was es ist. Wo kann ich lang? Das ist die Frage. Wo soll ich hier weiterkommen? Da waren wir schon drin. Da waren wir schon drin, aber hier war ich noch gar nicht drin. Da hinten ist sowieso Sackgasse. Ich versuche mal mein Glück hier. Hier ist auch noch ein Datenspeicher, den wir noch nicht abgehört haben. Das werde ich jetzt mal tun. Strohmeyer, you there? I hear you, Brandon. What do you got? Akers and his critters are ferocious. They pick up on every move. There's no way past them. Then we'll fight them. We got to get to the shuttle. And end up like Shank and Adams? No way. Listen, I'll create a distraction and pull them to me. Get the gang to the shuttle station. Wait, Brandon, what are you doing? Don't worry, Alice. I'll be back as soon as you guys are safe. Just load up the shuttle, be ready to go. Are you sure about this? I don't plan to die today, sir. See you at the shuttle. Okay, das war jetzt nochmal die Übertragung, wie der gute alte Brandon sich da geopfert hat. Ich hoffe, es kommt hier nicht rein. Hier scheint mir richtig zu sein. Komm hier nicht rein, komm hier nicht rein, komm hier nicht rein. Mann. Das ist auch schon wieder sehr krass, ne? Was hier schön ist. Akers ist nicht alleine. Mindestens 3 zusätzliche Kreaturen. Türen überprüfen und versiegeln und Treppen unter den Shuttle nach Omnicord. Okay. Jetzt muss ich unbedingt den noch formatiert bekommen. Verbindungsschiff erkannt, okay. Ladeverbindungsschiff. Türverriegelung außer Kraft setzen. Schlüsselkontrolle, Sicherheitsmeldung. Okay. Verbindungsschiff aktualisieren. Aha, okay.
Ich sehe schon, man kann hier einzelne Türen öffnen lassen. Oder auch nicht. Ich habe meinen Controller schon wieder abgespielt. Jetzt. Das kann ich leider nicht öffnen lassen. Ah, so kann man einzelne Dinger abschließen oder aufschließen. Aber wofür? Das ist nur eine Frage. Okay, ich brauche das eigentlich nicht wirklich, oder? Okay, ich will erstmal hier nur wieder raus. Ja, und damit denke ich auch mal, sind wir mal wieder am Ende angekommen der Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du gruselst dich gerne mit mir. Und da werden wir in der nächsten Folge noch eine reinhauen. Bis dahin, ciao und bis dann.